Yo, YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu der Let's Play, den zweiten Teil des DLCs. Blaubeerenakademie, Blut, nicht Blut, sondern Scheibe. Ich merke mir diesen scheiß Namen nie, what the fuck. Jedes tut mir so leid, jetzt muss ich nachgucken. Der Schatz, Indigo, blaue Scheibe. Wir sind bei dieser Quest dem Typen, dem Lehrer, eine Alola-Form zu zeigen. Wir haben schon zwei. Ich möchte gerne noch eine andere eigentlich. Aber ich glaube, er gönnt nicht. Alter. Der liegt da einfach. Der liegt da. Ich schwör's dir, das bin so ich. Bummels einfach. Einfach Bummels. Hey, so von, also die Idee dahinter mit den Gebieten und so, das ist wirklich cool. Das freut mich sehr. Auch, dass man so gefühlt... Alter! Dass man gefühlt viele, viele Pokémon fangen kann. Das ist richtig cool von anderen Edition. Fühle ich richtig. Oh mein Gott, ein Dickter. Alola, Dickter! Alter, das hat einfach Haare! So! Flottball. Hey, wir müssen Flottbälle kaufen. Habe ich schon gesehen. Bleib drin. Dankeschön. Wir sagen Dankeschön. 40 Jahre, die Flippers. Einfach Bodenstahl. Alter Niki, man kann es einfach nicht jedem recht machen. Let's go, Vibrava. So, wir haben ein Libeldra, let's go. Glückwunsch, Vibrava hat sich zu Libeldra entwickelt. Bodendrache fühle ich. Drachenklaue zu lernen. Kommt drauf an, was haben wir für eine Attacken? Aufruhr, weg damit. Tschüss. Aber Niki, du bist so aufmerksam. Du bist so ein richtig guter Freund. So, du holst extra was zu essen, wenn wir kommen, wenn du weißt, es kommt dich wer besuchen und so. Das ist gut. Das zeigt Charakter. Ja, ich glaube, besser wie das Dickter wird es nicht mehr. Ein Letter King ist noch hier. Ja, ich zeige ihm das jetzt, damit das von der Quest her weitergeht. Die Performance vom Spiel. Ich schwöre es, ich habe die erste Switch, die allererste, was rausgekommen ist. Es performt bei mir nicht, wirklich nicht gut, das Game. Komm! Sag was. Und konntest du ein Pokémon in der Alola-Form fangen? Ja, klar. Ey, moin. Ja, wo ist das Ding jetzt? Wo ist das Ding? Ich sehe es nicht. Bin ich lost? Er lässt mich das einfach aussuchen. Slimog müsste ja easy zu sehen sein, oder? Hier. Warum ist das hier? Oh, da gibt es keine Zweifel. Das ist ganz klar eine Alola-Form. Yo, Niki, Alter, das ist so gut. Ich kann es nur, wenn Handwerker zu euch kommen, Freunde, die was euch helfen oder Handwerker, dann bietet immer was zu trinken an. Und wenn es Freunde sind und die wollen kein Geld dafür, dann essen. Das ist das Beste, was du machen kannst. Indem sie metallische Haare wackelt, die aus dem Kopf wachsen. Was, du hast die Aufgabe schon erledigt? Ich habe mich ins Zeug gelegt. Das war doch ein Klacks. Dann stellst du dich also nicht nur im Kämpfen, sondern auch im Fanggeschick an. Da zeigt sich der hohe Standard der Traubenakademie. Also gut, kommt bitte mal alle her. Jetzt schauen wir, wie es weitergeht. Für heute ist die Zeit um und der Unterricht damit beendet. Wenn es noch nicht gelungen ist, ein Pokémon zu fangen, der macht das bitte als Hausaufgabe. Bis zum nächsten Mal. Ach nö, jetzt aber auch noch Hausaufgaben. Alter, ihr dürft Pokémon fangen. Und wie fangst du den ersten Unterricht bei uns?
Es war einfach toll, es hat Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht. Okay. Wirklich? Oh, da bin ich erleichtert. Oh, fast vergessen. Ich muss noch im AG-Raum vorbeischauen. Was ist AG-Raum? Damit ist meine Führung dann wohl zu Ende. Aber eine nützliche Info habe ich noch. Hier in der Akademie kann man nach dem Unterricht Blaubeermissionen oder einfach kurze Missionen erledigen. Diese Aufgaben werden von der Akademie gestellt und finden innerhalb der Kuppel statt. Manchmal geht es auch um Autokämpfe, manchmal auch darum, bestimmte Pokémon zu fangen. Missionen können alles Mögliche beinhalten. Niemand weiß, welche Aufgaben als nächstes gestellt wird oder wo genau sie stattfinden. Wenn du eine Mission abschließt, erhältst du im Gegenzug Blaubeerpunkte oder kurz BP. Das ist quasi eine Art Währung hier an der Akademie. BP kann man wie Geld in der Mensa und in Geschäften verwenden und bald auch für AGs. Was ist AGs? Jedenfalls kann es nicht schaden, Missionen zu erledigen, die sich damit BP zu verdienen. Okay. Es werden drei normale Missionen angezeigt. Wenn du eine erledigt hast, wird sie durch eine neue ersetzt. Nach dem Abschluss von 10 Missionen kannst du dich einer besonderen Bonusmission suchen. Wenn du Freundeskreisfunktion nutzt, kannst du Freunde bei ihrer Mission helfen. Nach Abschluss einer Mission erhalten alle Teilnehmer BP-Belohnungen. Also arbeite beim Erledigen von Missionen zusammen. Oh mein Gott, was? Missionen sollen ausschließlich Aktivitäten an der Blaubeerakademie fördern. Wenn du Missionen erledigst, die in den Smart Rotom geschickt werden, hältst du. Okay. Sie machen unendlich oder was? AG ist Arbeitsgemeinschaft. Ach, danke, Niki. Blaubeerpunkte werden an Blaubeerakademie wie Geld als Zahlungsmittel eingesetzt. Du kannst sie etwa im Akademiekiosk in der Mensa verwenden. Im AG-Raum kannst du zum Beispiel BP an andere Schüler übertragen, um sie zu unterstützen. So, das war's. Tut mir leid, dass ich plötzlich davon dusen musste, aber ich muss jetzt echt los. Moin, Adi, grüß dich. Ah, okay, danke, Niki. Viel Spaß noch an der Akademie. Das war's? Nee, oder? Es klingelt. Oh, Hanna! Hey, spreche ich mit Wonka? Ich bin's, Hanna. Ich habe gehört, du bist als Austauschschüler an die Blaubeerakademie gekommen. Jupp. Hey, einer der Lehrer hat es mir gesteckt. Hätte nicht gedacht, dir jemals an meiner Schule zu begegnen. Ich weiß schon fast nicht mehr, wie du aussiehst, also wird es höchste Zeit für ein Treffen. Mal überlegen, oh, warst du schon in Terra-Kuppel? Im Zentrum der Kuppel gibt es einen sogenannten Zentralplatz, treffen wir uns dort. Oha. Oha, 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 jetzt geht's ab. Ich weiß noch gar nicht, ob ich bereit bin. Einmal können wir noch raus. Hier. Einfach in der Mitte. Krass. Okay, aber wir suchen noch weiter Pokémon. Also nochmal zurück zum Thema Handwerker. Oder Freunde beim Umziehen helfen oder so. Umziehen ist übertrieben nervig, weiß jeder. Und man ist immer froh, wenn man Unterstützung hat. Deswegen, Leute, keiner verlangt Geld, keiner. Aber jeder verlangt, also was. Keiner verlangt irgendwas, aber trinken und essen, für das sollte schon gesorgt werden, wenn sie schon helfen. Also auf das schaue ich immer. Farbigel einfach. Lol. Mit Farbigel habe ich auch eine ganz eigene Geschichte. Aber das werdet ihr, glaube ich, ich weiß nicht, ob ihr das erfahren werdet, außer ich reagiere mal drauf auf das Video, was irgendwann kommen wird, von YouTube-Kollegen. Was ist hier im Wasser? Du hast ein bisschen genießen. Let's go. Oh mein Gott, ein Seemon. Hey, das müssen wir fangen. Das müssen wir fangen. Terrakristallisierung, Eis wahrscheinlich. Alter Drache. Das kommt sogar ziemlich gut. Jetzt treffe ich nämlich sehr effektiv. Ich habe Seemon damals so gefeiert, das Pokémon. Drachenklaue, es ist Level 50, scheiße. Das war ein Volltreffer, na Gott sei Dank. Jetzt können wir es fangen. Ich werfe wieder einen Superball. Ich bin mit Superbälle besser ausgestiegen wie mit Hyperbälle. Was soll ich sagen? Da unten schwimmt auch was. Ich habe was erledigt. Drachen-Pokémon. Seemon Drachen-Pokémon steht hier, aber hier steht, dass es Wasser-Pokémon ist.
Fuck. Okay, aber Cedra King ist nicht drinnen. Oh, tschüss. Also bevor wir jetzt weitergehen und einfach zu Hannah gehen. Aqua Haubitze einfach, what the fuck? Signature Move von... Hier ist ein Schatten. Du willst mich verarschen, oder? Sieht man das? Alter, 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 Alter. Okay, es braucht kein Wasser zum Schwimmen. Hier ist so die Höhle, hier will ich so dringend rein. Fackellabyrinth. Alter, was? Was ist das? Warum ist das grün? Warum ist das grün? Ist das nicht rosa und gelb oder ist das wegen dem Licht so? War das wegen dem Licht so? What the fuck? Warum war das grün? Das war wegen dem Licht so. Oh mein Gott. Was ist hier oben? Okay. Morbitesse, Alter, das hat mir in meiner Nuzlocke-Challenge Schwarz 2 einfach den Arsch gerettet. Was ist das? Alter, was ist das? Metheno? Was ist das? Noch nie gesehen. Bleib ja drinnen, sehr gut. Was ist Metheno? Gesteinflug? Alter, was? Okay. Noch nie gesehen, das Ding. Hat das eine Weiterentwicklung? Ja. Ich glaub's nicht. Ja, hier ist die Alola von Dickdreh. Alter, wie das aussieht. Hier ist ein Magby. Hier ist Magma. Wow, wie cool. Alter. Wie komisch das alles aussieht. Wo bin ich hier? Feuersäule, okay. Hier geht's wieder raus. Was? Küstenareal. Okay. Hey, da gibt's so viel zu. Mir macht das Sekunden immer so viel Spaß. Ich liebe das wirklich. Nee. Pflanzensäule, okay. Hier ist ein Trainer. Wo bin ich? Keine Ahnung. Schwester oder Bruder? Wo bin ich? Wo bist du? Willst du gegen mich kämpfen? Ja, Hauptsache kämpfen. Ist es sie? Mana von der Liga AG. Ach so, wir haben immer Doppelkämpfe. Ich habe zwei Drachen-Pokémon hier. Mmh,
Erdbeben kann ich nicht machen, weil dann mache ich mein Max-Max. Geht da drauf. Überrumpler. Dengo macht Scanner. Hier, du kannst ja den Kampf nicht vernünftig angucken. Wir sind alles Doppelkämpfe hier. Was? Wegen Scanner? Warum ist es vergiftet? Was, der Toxic Orb drinnen? Das ist gar nicht gut. Nehmen wir Sengo raus. Mundgewalt einfach. Sehr gut. Kann einfach in Fee-Attacke. Ist das eine Mundgewalt? Ne. Was? Alter! Gyarados rein? Nehmen wir Taurus rein? Nee. Scheiße, Alter, ich habe keine Dingsattacke. Auf normal mache ich halt gar nichts. Scheiße! Ist das Ding Drachen-Pokémon oder was? Warum ist Eis wirklich. Er hat viele Eisschwäche? Jetzt muss ich kurz gucken. Nee? Dann ist das Drache? Dann mach eine Psychokinese auf Sengo. Alter, jetzt macht es noch Heal. Warum sind die Pokémon alle schneller wie meine? Kann mir das was sagen? Es boostet sich. Oh, seine Verteidigung geht nach oben. Hey, der one-shottet jedes Pokémon von mir. Was? Hey, what the fuck? Was ist mit dem Sengo los? Ich sag noch, Sengo ist ein Trash-Pokémon. Hey, das wird eine Katastrophe. Was haben die für ein Level? 74. Eiszahn macht so wenig. Alter, du kassierst jetzt. Ein Gigastoß auf Sengo. Alter, ich muss Terran. Und ich habe Terra Wasser auf Gyarados. Was passiert hier? Ich bin dead. Oh, er lebt. Ja, jetzt bin ich dead. Hey, oh mein Gott! Da, was ist mit dem Ding los? Warum hält das so viel auf? Ich treffe es sehr effektiv. Hey, dieser... Alter. Kann nicht mehr. Competitive einfach. Ist der zweite Bedroher, was reingeht. Der zweite Bedroher. Alter, ich mache jetzt Kaskade auf das Scheißding. Haben wir auf. Können wir Schmarotzer auf Sengo? Sollen wir Schmarotzer machen auf Sengo? Oder nehmen wir das Ding raus zuerst? Er macht Scanner auf. Alter, du Scheißding. Hey, Wahnsinn, hab alles gesehen. Ja, ich hab Kampf rausgenommen. Also Rizuras habe ich rausgenommen. Ey, oh mein Gott!
Ich kann machen, was ich will. Ich kassiere einfach. Was ist das? Was ist das? Der nimmt mich einfach auseinander. Der nimmt mich so von hinten einfach. Und ich bin nicht schneller. Er macht Rückenwind. Hielt mich die Fassade? Alter, macht das Damage. Es lebt. Es lebt. Es einfach. Hey, ohne Spaß. Das ist Wahnsinn. Ich bin tot. Ich bin tot. Ja, jetzt kommt Sengo mit Fassade. Sind alle schneller wie ich? Alle? Ich bin Game Over gegangen. Ja! Sehr gut! Was ist hier passiert? Ich habe ihm sogar Geld gegeben. Der wird schwarz folgen. Ich glaube, ich bin das erste Mal in dem Game Game Over gegangen. Du eilst an einen sicheren Ort, um deine Schiffenpuppen weiter Schaden zu bewahren. Okay, Bruder. Okay. Oh je, bitte ist alles in Ordnung. Lass mich erstmal deine Pokémon heilen. Vergiss nicht regelmäßig deine Pokémon zu heilen. Ich empfehle dir Verkaufsautomaten, Tränke. Okay. Alles klar. Alter, spielen wir ein bisschen mit Hetera und so. Alles klar. Alles Klärchen. Wir machen das, Leute. Leute. Wir sind drin. Wasserstatus sollen wir mitnehmen? Ja, Staccarus. Ich habe ein Level 100 Glurak eigentlich. Keine Ahnung, wo das ist. Alles klar. Okay, DLC. Du willst es nicht anders? Dann tschüss. Ah, hier ist Sichlor. Alter, sieht das komisch aus. Also mit den Pokémon, was wir hier fangen, geht's anscheinend nicht. Wo war dieser Dreckstrainer, Alter? Ich will ihn so auseinandernehmen. Okay, okay, okay. So will das Spiel das. Was ist eigentlich in den Raids drinnen? Das frage ich mich. Oh, tschüss. Das ist ja gut. Das ist richtig gute Raid. Hey, das freut mich. Dann brauche ich es gar nicht tauschen, kann ich es einfach so fangen im Raid. Alter, wie er automatisch rein darf, obwohl ich nur einmal kurz nach hinten drücke. Verschwinde. So, ich weiß gar nicht, wo der Trainer war. Sehe ich das auf der Map? Kannst du bitte... Hier drinnen war ich irgendwo, oder? Du kommst jetzt her ein bisschen. Jetzt gehen wir Schlitten fahren mit dem Dude. Sehr gut. Wo ist die Drecksinsel? Wo war die Scheiße? Irgendwo hier hinten. Alter, wir holen den jetzt. Wie scheiße ist leicht das?
Wollte mit den Pokémon, was hier sind, kämpfen. Das geht nicht, die sind einfach zu schwach. Wo ist die Höhle? Kann ich nichts auf mich sitzen lassen. Hier drinnen ist die Höhle. Nee, Alter, der spawnt genau auf der Kante, wo ich springen will. Alter, weil du die Pokémon einfach nicht siehst, weil das Spiel so schlecht performt. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob man das im Video sieht, die Performance. Ich muss mir das mal im Video angucken. Aber das ist wirklich schlimm. So, wo bist du? Wo ist der Bruder? Der Ehrenbruder. Oder die Ehrenschwester. Hier, oder? Ja, hier. Oder sehen die alle gleich aus? Her mit dir. Ja? Komm! Jetzt habe ich nicht geschaut, mit was ich liede. Aber egal. Ist eine Sie? Alter, das ist gar nicht gut. Herr Terra hat ja, glaube ich, nur. Soll ich Lichtschild machen oder rechte Hand? Ich mache rechte Hand. Alter, jetzt kracht's. Und tschüss, Sengo. Oh mein Gott, Sengo, was ist los mit dir? Hast nicht damit gerechnet, dass jetzt kracht. Der Nachtdieb ist mir so egal, Alter. Ich könnte jetzt Lichtschild aufsetzen. Oh, das kleine Ding. Soll ich Lichtschild machen? Mach Lichtschild. Oh mein Gott, sie geht daneben, Gott sei Dank. Oh mein Gott, habe ich dich gewonshottet mit Maestral. Alter, ich bin so pisst. Alter. Ein Volltreffer, deswegen. Eisstrahl ist ein 90er spezieller Move. Ich glaube, ich mache Eisstrahl. Kann ich mit Heilwugge jemand anderen heilen? Er macht Mogelhieb. Oh! Geht sich noch aus, dass ich heile? Nee, Herr Terra schreckt zurück! Mann, das wäre der Play gewesen. Das wäre der Play gewesen, Leute. Jetzt hätte ich noch heilen können, Herr Terra, so das krasse Pokémon. Er hat eine Beere. Calamanero. Zornesfaust ist sogar effektiv. Knirsch ist auch effektiv. Komm, jetzt komm rein. Epitaph. Jetzt knallt's. Das war mein Team im Originalspiel. Da kracht's. Da kracht's. Wir machen rechte Hand. Lichtschild. Wir machen rechte Hand auf Epitaph. Komm. So, und jetzt kracht's. Was? Es ist schneller? Ja, klar. Und jetzt kann es wahrscheinlich nicht angreifen, oder? Wetten wir, um was es nicht angreifen kann? Na doch, ich glaub's gar nicht. Tschüss. Hier gefällt mir aber gut, dass die Trainer stärker sind. Oh mein Gott, die Fähigkeit auch noch. Was
Was für eine Fähigkeit! Bin ich schneller? Ich weiß nicht, ob ich schneller bin, aber Zornesfass müsste zu ultimativ viel Damage machen. Ich mach Heilboge auf das falsche Ding. Verdrückt. Ja, Calamanero. Was los? Her mit dem Cash. Auf dem Tisch damit. So muss es sein. Was? Ich habe sogar mich selbst völlig aus den Augen verloren. Ich habe gekriegt nur 8000 zurück, Alter. Trash. Ja, das passiert, wenn du dich mit dem Krieger anlegst. So ein Piss, Alter. Alter, Hetera im Doppelkampf ist halt so strong. Krass. Oh mein Gott, lauf mir ja nicht rein. Oh mein Gott, wir sind schon wieder drüber. Hey, sieht ziemlich vielversprechend aus, wenn man Grafik und Performance mal rauslässt, so ein bisschen aus der Bewertung, dann ist cool. Aber ja, Performance ist halt nicht so geil. Vielleicht nur auf meiner Switch, weil ich die erste Switch habe, kann sein. Auf jeden Fall bedanke ich mich wieder recht herzlich beim Zusehen und ich hoffe, ihr hattet Spaß, die Folge zu sehen und wir sehen uns in der nächsten Folge, meine Lieben. Kuss.